Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Eine weitere Folge hier am neuen Graben der Absturzstelle XY. Ich würde ja gerne Einzelteile finden, die man dann noch erforschen kann und so Sachen. Da oben ist noch so ein Knubbel, aber ich befürchte, dass wir diese Art von Knubbel schon erforscht haben. Ich glaube, die haben wir schon. Ich nehme trotzdem mal mit. So, vielleicht haben wir noch... Was war das? Wieder das Solarpanel oder was? Hier ist aber noch ein zweiter, oder? Irgendwie in der Nähe. Oder sind immer die gleichen? Da ist noch was im Berg. Nein. Nochmal hinter dem Berg. Es ist zerpflügt. Was ich ja gerne wissen würde, ob das immer unterschiedlich ist oder ob die Planeten gleich sind. Also ob die praktisch gleich generiert werden. Weil was ich am Anfang dachte, dieses Prozedurale, das hat sich ja, glaube ich, geklärt. Das ist es meines Erachtens nicht. Aber ich finde manchmal die Formation so krass. Also bin mir echt unsicher. So, jetzt kommt die große Kunst, die Heimat wieder zu finden. Aber es müsste irgendwo... Sieh. Das Fahrzeug braucht eindeutig mehr Drehmoment. Okay, da ist noch Harz. Wäre natürlich... Gemisch, Gemisch, Gemisch. Ich bin ja randvoll. Aber vielleicht kann ich hier... Tja, ich bin auch da randvoll. Warte mal. Energie. Okay. Haben wir noch drei Plätze frei. Dann nehmen wir noch ein bisschen Harz mit. So. Dann haben wir noch zwei. Das heißt, wir können zwei Harz noch absetzen. Das war fast... Schwächeanfall. Sag mal, bin ich... Ignaz! Ganz ehrlich. So, jetzt. So. Ach du Schande. Okay, wie viel Harz haben wir noch? Noch einen Platz haben wir noch. Ist es nicht wahr, oder? Kurz vorm Ende. Ach, da ist einer. Komm. Ja, sehr gut. Ja, super. Super, Burschi. So. So, es müsste irgendwie... Ich meine, die Richtung. Oh, oh Gott, diese Knubbel. Okay. In diese Richtung, oder? Oh Gott. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, dass das Gebiet hier aufbaut. Ich habe nicht gerade das Gefühl, dass ich in die richtige Richtung fahre. Ich kann mich auch nicht erinnern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. Das ist nicht die große Höhle? Nee. War das dann in diese Richtung?
Aber ich bin eine Kurve geworden. Oh Gott. Bitte lass mich jetzt nicht. Ja, ich mag ihn nach Hause finden. Digga, beweg dich. Mach. Also ich bin nicht zwischen zwei Bergen durchgefahren. Das ist definitiv. Warte mal, hier ist der Marianengraben. Da ist meine Brücke. Yes. Ich habe Orientierung. Fast. Da ist Solarpanel, was ich ausgegraben habe. Sehr gut. Okay. Nein, nicht da abrutschen. Jetzt ist die Frage. Da. Puh. Sehr schön. Heimat willkommen. Ich befürchte aber, dass wir diese Kapsel schon erforscht haben. Das ist, Hallo? Hallo? Bewegen Sie sich? Das ist nämlich klar, genau die... Oh, der Planet ist aber groß, doch. Wow. Wow. Oh, krass. Sieht so monumental aus, oder? Krass. Naja. So, wir gucken mal. Zieh! Wir gucken mal, ob wir das Ding erforschen können. Ansonsten kriegen wir ein Material daraus. Eine Batterie wäre gut. Ich glaube, wir haben ja ein Lithium haben wir ja bei der einen Station gekriegt. Ich bin auf der falschen Seite. Ah, den können wir auch hier. Das ist ja cool. Können wir auch hier antackern. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt genügend Zeug, um was zu bauen. Ne? Also schade, dass wir schon alles gebaut haben an der Station. Wenn nicht, fliegen wir einfach woanders das hin. Und hängt's? Weil der dahin gerade aufgeladen wird? Nö, kann nicht sein. Hallo? Forschung war defekt anscheinend. Yes! Oh, wir haben es noch nicht erfunden. Sehr schön. Ich hätte schwören können, dass wir das Ding schon mal hatten. Bohrkopf. Ich will doch das große Raumschiff. Gib mir das große Raumschiff. Blöd Arschspiel. Ich überlege jetzt, ob wir ein kleines Raumschiff machen und irgendwo hinfliegen. Ich mag jetzt nicht mehr suchen nach irgendwelchen... Oder habe ich irgendeinen Knubbel, der sich hier in der Nähe befindet, schon nicht erforscht? Aber die anderen Pflanzen sehen halt auch alle gleich aus, ne? Ich flieg zum anderen Planeten. Ich, wo war ich denn in dem davor, wo es so geruckelt hat? Das war der Verstrahlte? Ich glaube ja. Okay, das geht nicht. Da haben wir noch. Ich habe so viel Mist dabei. So. Shuttle. So, jetzt ist die Frage, machen wir uns ein Habitat oder setzen wir hier... Ich glaube, ich setze hier einen Sitz drauf oder mache ich das Cockpit? Das Cockpit ist halt fest, ne? Damit können wir immer abheben. Der Nachteil von dem Cockpit, der besetzt genauso den Platz wie vorher und wir können keine mehreren Shuttles aneinander koppeln. Der exotische Planet war der ruckelige. Ah, okay. Weil da hatten wir genügend zum Erforschen. Das heißt, wir müssen auf den exotischen Planeten kommen und von diesem Planeten aus uns was aufbauen. So. Wenn ich jetzt hier wieder mit dem Habitat losfliege, bräuchte ich zwei Habitats auf einem Lager. Dann könnte ich das machen.
Müsste gehen, oder? Ein fettes Lager drauf. Ein fettes Lager drauf und zwei Habitats. Weil mit dem Sitz kann ich nicht starten. Und der Rest ist Verschwendung. Wenn ich nämlich hier jetzt einen Sitz drauf setze, habe ich noch einen frei. Und da kriege ich gerade mal ein so ein chissiges Lager drauf. So, von Energie. Haben wir hier nicht noch... Haben wir noch einen Energieknubbel? Haben wir nicht. Haben wir in der Nähe? Da hinten. Ist aber ganz... Na, ist egal. Wir laufen dahin. Ich weiß halt, der exotische Planet, da waren halt so viele Variationen, die man hat erfinden können. Jetzt ist die Frage, was braucht man denn drüben alles? Eigentlich müsste man nur... Eigentlich müsste man ja nur eine Forschungsstation bauen drüben. Wir brauchen aber auch Energie. Das ist blöd, dass wir das große Raumschiff nicht haben, gell? Das ist echt dämlich. So, ich habe da jetzt Energie geholt, jetzt nutze ich sie auch. Hä? Wo war denn das dran? So, ein Sitzer nicht, ein Lager. Wir machen ein großes Lager drauf. Dann machen wir aber zwei Habitats, weil dann können wir wieder zurückfliegen. Aber im Sitz können wir nicht zurückfliegen, ne? Ist klar. Haben wir ja schon. Zum Glück habe ich hier nur Harz drauf. Sehr praktisch. Jetzt weiß ich nur nicht. Warte mal. Haben wir eine Batterie? Moment, ich könnte hier einmal Lithium eintauschen, ne? Einmal, zweimal Sprit geht noch. Zweites Mal Sprit. Dann könnte ich zumindest schon mal... Könnte ich zumindest das Raumschiff schon mal auftanken. Okay. Noch ein bisschen Schiprit. So, ich könnte genügend Sprit haben. Dann muss ich drüben nämlich keinen erzeugen. Dass ich praktisch hin und zurück fliege. Das müsste langen. So. War hier nicht nur ein zweiter Knubbel? Genau. Ja. Out of Sprit. Warte mal, hängt hier noch einer dran? Ich hab's gewusst. So, damit kommen wir auf jeden Fall hin zurück. So, also wir brauchen Harz. Wir brauchen ein Harz, um dieses, wenn wir mal ein Habitat gesetzt haben, um das rauszuziehen. Zwei Harz. Sind schon mal drei Harz? Okay. Pass auf. Harz werden wir drüben brauchen. Achso, Moment. Das ist Quatsch. Wir machen jetzt erstmal... So. Okay, voll. Drucken wir erstmal hier das Lager drauf. Ja, ja, ist gut. So. Perfekt. So, dann machen wir zwei Habitats. Release Habitat. Der braucht auch Gemisch. Zack. Sehr gut. Dann brauchen wir große Solarpanel. Kriegen wir auch. Kriegen wir die da dran? Ne, kriegen wir nicht dran an die, ne? Dann hole ich mir jetzt noch zweimal Gemisch. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Erfindungsmaschine... Ich glaube, die musste aber... Nein. Du kommst mit.
Die brauchte auch Harz, meine ich, oder? Ich glaube, erfinden konntest du ja am Anfang so, weil du keine Metalle hattest. Ja, dann wird das so gewesen sein. So. Zack. Und du kommst mit. Zur Not kann ich ja zurückreisen. Ich habe ja ein zweites Habitat drauf. Also es passiert ja eigentlich nichts. So, Kupfer, Harz. Wir haben echt nichts für eine Batterie? Das kann doch nicht sein. Wir hätten kein Silizium mehr, ne? Doch, da. Hahaha. Ha, ha. Sehr schön. Machen wir uns drüben mit der Batterie oder... Ich brauche nochmal Gemisch. Ich brauche nochmal Gemisch. Wir machen uns jetzt erstmal ein paar Solarzellen. Solarzellen. Solarpanel, okay. Das eben ist doch irgendwas weggeschwebt. Oh, es kommt direkt auf mich zu. So. Warten wir halt mal den Sturm ab, ne? Ach du Schande. Boah, der verrückt das ganze Raumschiff. Guck dir das mal an, ich werde hin und her geschoben durch diese... Au! Ey! Oh nein! Aua! Ich will, dass es aufhört, Mutti. Boah, das ganze Ding wackelt ja. Die Station wackelt und... Boah. Der hat mich... Nix! Nix! Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht... Tja. Schwierig. Das hatte ich auch noch nicht. Meint ihr, ich kann abheben? Warte mal, ich mache jetzt mal erstmal, Moment, jetzt mache ich erstmal die Sachen, die ich machen wollte. So. Ich brauche ja nur zweimal irgendwie so ein Solarpanel. Das heißt, ich hole mir jetzt nochmal ein bisschen Horz. Das ist ja eine Scheiße. Mir ist noch nie das Raumschiff umgekippt. So, das kleben wir nochmal da dran. Ja, es wird spannend. Wir werden auf jeden Fall anscheinend in Schräglage starten müssen. Okay. So, ich wollte mir aber noch eine Batterie machen. Vielleicht kann ich die ja sogar an das eine dann dran heften. Dann nehme ich nämlich eine geladene Batterie mit. Batterie. Okay, das wird jetzt spannend. Wie soll das Ding abheben? Das zischt doch wie so ein, also ein Luftballon, aus dem man die Luft rauslässt, zischt doch das über den Planeten. Gucken, ob ich das jetzt da drauf geklebt kriege. Ich glaube aber nicht, die Batterie hält, glaube ich, nicht am Habitat. Nee. Das wird fein nix. Ja, ist gut. Dann machen wir das anders. Dann nehme ich mir den noch mit. Heftet das da drauf. Und dann kommt der nochmal auf das andere Habitat, was ich dann halt nicht setze oder sowas. Vielleicht weht da ja ein Wind. Ich glaube, da war ja der Wind war ja ganz gut. Was kostet mich eigentlich so ein Windrad? Ein... Was ist das? Ich sehe es nicht. Aluminium.
glaube, das hole ich mir nochmal schnell. Ich habe zweimal Kupfer dabei, das ist ja eigentlich auch nur unnötig. Okay. Aluminium, Kupfer, Aluminium. Was haben wir denn hier drauf? Kupfer. Okay. Ah, stimmt. Warte mal. Ich wollte nicht einsteigen, ich wollte es anflippen. Okay, man steigt immer ein. Ich will nicht... Mir wird schlecht. Kann man das irgendwie? Ist Tab zu sehen? Nee, man kann es nicht anflippen wie die Fahrzeuge. Ja, schwierig. So. Jetzt haben wir zumindest die Energieversorgung. Das müsste eigentlich reichen, um da drüben sich was aufzubauen. Also eigentlich müsste es vom Harz ausreichen. Eigentlich. Ja, komisches Raumschiff. In der nächsten Folge erlebt ihr, ob ich mit diesem Ding starten kann. Und ich bin sehr gespannt, was passiert. Denn eigentlich müsste das Raumschiff dort stehen. Und vor allen Dingen, wie es abhebt, ob es abhebt, seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.